uns da wiederfinden. Also ich zeige euch auf jeden Fall mal die Cover Prime Factors, damit ihr eine Vorstellung habt, was zu tun ist. Okay, du nimmst Bratwurst und ich nehme das Bier. Bier ist auch okay. wir beide, ja, das Bier könnte noch kühl sein, weil die Klimaanlage. Ach, ich bin da nicht so. HP, du programmierst im Brownfield, du bist hart im Nehmen, oder? Ja, brava. Da trinken wir auch warmes Bier. Ist eh viel besser für die Nieren. Echt? Hopfen gegen Kälte. Ja, das heißt, ich kann dreimal so viel trinken. Richtig. Viermal so viel pinkeln. Aydin, willst du vielleicht ein kleines Interview geben? Was? Ein kleines Interview geben? Ich habe schon zwei, drei Aufnahmen. Was hast du? Das mal gemacht. Die wussten nicht, was ein IOC-Container ist. Einer wusste es, ja. Dann haben wir halt auch übrigens mal die gleichen Codecards gemacht mit verschiedenen IOC-Containern. Und dann sagt, vergleicht doch einfach mal, welchen findet ihr jetzt besser oder so. Das sind alles Möglichkeiten, wo man machen kann in einem Dojo. Ja? So. Also, ich habe mich jetzt schon mal hier spontan für MS-Test entschieden. Ich möchte einfach nur die Methodik zeigen. Das könnt ihr auch jederzeit austauschen. Die Sachen sind eigentlich, ob es mit C-Sharp macht und Visual Studio oder mit Java, da gibt es entsprechende Sachen. Oder wir haben ein Team, die machen das mit C++. Und das, was ich zum Beispiel auch als Team dann Gedanken macht, muss man sich dann entscheiden. Ich gebe es jetzt einfach schon mal vor, weil es einfacher ist. Wie benennt man denn zum Beispiel dann diese Testklassen? Weil, wenn ich jedes Mal drüber nachdenken muss, dann ist auch so ein gewisses Schema. Man kann darüber auch diskutieren und man entscheidet sich irgendwann als Team und wir machen das so. Und dann fällt es einfach leichter, wenn man sich in einem gewissen Rahmen bewegt, als wenn man alles einfach in Teil. Aus den Teams bei Microsoft erreicht man in der Öffentlichkeit im Moment besser als die letzte Preview ist vom März. Die letzte Preview ist vom September letzten Jahres. Und davor gab es eine Preview im Juni und davor gab es die erste Preview im November davor. Wahrscheinlich ist das Team, das jetzt TypeScript hat. Die erste Version. Die erste, da ging nur der. Genau, da ging die Mitte ging hinten dran nicht und die zweite war dann so, geht schon und die dritte war so. Ja. Bin ich hier bei Microsoft Bash? Haben die das vor, selber zu nutzen? Nochmal? Ja, die wollen das ist der neue Compiler. Naja, aber es ist ja noch nicht fertig.
Ja, nee, das wird der neue Compiler werden für C-Sharp und VB. Also die haben bei der Build auch gesagt, das Build Studio 2013 ist soweit vorbereitet. Das liefern sie zwar damit die neue CPP nicht aus, wird aber ein paar Monate später nachgeliefert als VBS X, dass man es einfach nachinstallieren kann. Aber es wird im Studio schon vorbereitet, dass er diese Extension installieren kann und auch dann vieles nutzen kann davon. Du meinst, er kompetiert? Also das ist das Team, die haben die Tür zugemacht. Das geht halt nicht. Ja, das ist in Leipzig besser, da muss man... Ne, stimmt eigentlich nicht, da muss man auflaufen. Gucken wir mal, ich glaube, der Raum ist leer. Ja, schon 17.38 Uhr haben sie sogar schon. Gehen wir wieder hoch. Langer Tag mit vielen Sessions. Das wäre vielleicht für Cutler ganz geil. Hey, heute benutzen wir mal die andere Keymap. Ja, klar. Die Schaber kannst du umstellen auf die IntelliJ Keymap. Mhm. Wir werden es nicht glauben, wenn mit der schneller, mit der ist man auf Dauer schneller. Weil okay. Die Schaber hat es viel besser liegen, die man hat, und wir müssen jetzt auch die Doppelkonversion zur Stürkage oder wie sehen oder sowas für Kommentare. Und das ist in E-Sharper einfach viel besser gemappt, sodass man, ja, sodass man wirklich wesentlich schneller wird im Gegensatz wirklich nur durch die Keymap. Also das ist schon noch der letzte Schritt. Hast du dich da mal umgewöhnt von der alten? Ich wusste nicht damals, wie lange hast du gebraucht? Weil ich treue mich dazu. Stundensätze oder mache ich was auf Festpreis? Wo sind die Vorteile? Also ein Erfahrungsaustausch auf der Ebene Status Quo. Und das andere, mit dem und was nun, meine ich, wo kann es hingehen? Also will ich als Freiberufler bleiben? Bin ich glücklich? Kann ich das machen, bis ich 65 bin? Oder habe ich Perspektiven? Wo kann es hingehen? Wie kann ich das machen? Und das wäre quasi ein Erfahrungsaustausch. Haben wir so alte Leute schon? Wer interessiert sich? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vielleicht da. Ich kam gestern die Frage bei, und bei der Vorstellung von einem Draco kam der Vergleich zu .NET Nuke, und ich war dann auch, dass viele .NET Nuke nicht kennen. Da ich mich ein bisschen kenne, würde ich anbieten, es vorzustellen für die da sich ein bisschen tiefer in das Thema oder von dem Thema ein bisschen mehr wissen wollen. Wer hat daran Interesse? Zwei. Was ist das ungefähr? .NET Nuke, Content Management System, eigentlich das bekannteste auf der .NET Oberfläche, ist ein Open Source Produkt oder Projekt, das größte auf ASP.NET. Nicht das Neueste, aber es gibt auch da einiges an neuen Entwicklungen. Ich bin seit 8 Jahren dort im Core-Team, beziehungsweise auch als VP, und biete halt an, einfach mal ein bisschen daraus vom Eingemachten zu erzählen. Wer hat Interesse? 1, 2, 3, 4. Oder will ich gleich loslegen? Kann auch gleich. Was heißt das? Darf halt nicht das regische Schwell. Ich bin nicht so weiß. Ich habe nochmal zwei Dinge, also sind ein bisschen umfangreicher, also generell über Architektur, Softwarearchitektur. Sprich, da kann eine offene Diskussionsrunde sein oder auch, wenn gewünscht ist, auch vortragsmäßig. Da kann man entweder über, wenn ihr schon, ich meine, habt ihr bestimmt schon irgendwelche Softwarearchitekturmuster schon verwendet, darüber dann sprechen, ob das, wie weit das sinnvoll ist oder nicht. Da entsprechend auch vielleicht Patterns, die man dafür einsetzen kann. Cool. Ja, mehr dazu dann Interesse hast. Ralf, das war's mit deinem Architektur-Dojo? Ja, also ich habe mir überlegt, nachdem wir gestern das Dojo so spontan gemacht haben, wo es hauptsächlich ums Coden ging, vielleicht nochmal eins zu machen, wo man sich eigentlich nur ein bisschen mehr drüber unterhält und ein bisschen mehr Konzeption Richtung Architektur auch macht. Weil das könnte man vielleicht hier am Schluss, dann kann man ein bisschen da noch... Ja, ich würde es nach hinten offen machen. Ja. Gewisse Erfahrungswerte zeigen. Aber da liegt dein Wohnzimmer so ein paar. Ja, das ist... Also wer hat da Interesse? Ich habe es nicht reingeschmissen. Achso.
Meine Idee war folgende: Wir arbeiten ja alle mit einem Visual Studio eigentlich, aber im Großteil, wie wir es im Verallgemeinern. Das heißt, mich hätte eigentlich interessiert, wie beschleunigt ihr eure Arbeitsweise im Visual Studio selbst drin? Was sind so eure Tipps und Tricks? Ich glaube, da hat jeder seine Insel. Kaffee. Ja. Und ich weiß nicht, ob das Interesse da ist. Theoretisch, wir haben seit letzter Woche erst 2013 schon da. Ich habe das bei mir am Rechner auch schon drauf. Vielleicht mal kurz reinschauen, was ist im 2013 so an Neuigkeiten drinnen. Welche Gegenfrage? Oder was ist wieder drin? Du warst doch gestern mal Ralf im Dojo. Ja. Da haben wir auch sehr viel darüber diskutiert. Kann man das vielleicht mit dem zusammenlegen oder würdest du es lieber nochmal rausziehen, was wir über was sich die Arbeitsweise hatten? Wie geht es dir damit? Also, ich würde es rausziehen, weil Architektur ist schon recht groß. Nee, ich meine, klar, in dem jetzt, aber vielleicht hängen wir es in einer anderen Session dabei. Die Frage ist, wie viele Stunden willst du investieren? Mir ist es nur, bleib mal bis 20 Uhr da. Also, das wird hier. Was du für einen Unterschied zu der Session gestern siehst? Was du da nochmal siehst? Wir haben das Tooling an sich gegangen. Wie bedienst du das Tool an sich? Es ist von Tastenkürzel angefangen bis hin zu Layout Extensions drinnen. ReSharp ist nicht das einzige vielleicht. Einfach nur ein bisschen ein Austausch. Also mich würde zum Beispiel interessieren, was macht ihr mit richtig großen Solutions? Halt mit, sagen wir jetzt mal, 100 Projekten, die halt schon extrem langsam wird beim Laden und Bilden und so weiter. Aufteilen, das wäre wahrscheinlich die Architektur. Machen da Binaries. Aber das ist ja schon immer schon in der Session. Also aufhängen. Aber wer hat nicht mehr Interesse für das? Was ist das eigene Hauptding? Wie sind das? 10? Ja, 10. Machst du gleich. Gleich da. Ja. Nee, das ist zu früh. Ja, das ist schwer. Nein, warte, schon zu früh. Ja, 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 ja. Markus. Ja. 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 Und was ich auch noch so in die Runde werfen wollte, wäre gewesen, da bin ich wirklich nicht der super Geek, aber da gibt es sicher ein paar Leute drinnen. Das Thema Testing, wo es dann weitergeht, ich weiß nicht, ob man es mit Ralf verbinden kann, wegen Mocking Stubs, Mocking Frameworks, vielleicht man da einen Vergleich ziehen können oder sowas in der Richtung. Weiß ich nicht, ob da, das würde auf jeden Fall, wen braucht man, dann erklärt sich bereit und sagt, er möchte das gerne machen. Habe ich es gern sehen. Da schaue ich speziell dir an, du bist sicher der, was sagt, ich will. Da hätten wir Interesse dazu. Was der Schreibt, das ist halt ein Bein. Kannst du auch einfach so eine Autoszene oder so. Könnte aber vielleicht fast so. Vormittags, genau, 4 Uhr. Optimierung der Arbeit. Raum 4. Da. Ja. Optimierung von Arbeit, ich weiß es. Komm, wir können es auch so freiberuflich tun. Ja. Also ich freue mich immer sehr, wenn irgendwas mit DDD hier vorne steht. Und was ich dann merke, ist, dass in den Diskussionen meistens nur zwei oder drei reden und dass dann viele sich gar nicht genau vorstellen können, was geht's eigentlich. Und was ich eigentlich jetzt vorschlagen möchte als Session, ist, dass wir uns mal Beispiele anschauen. Ich weiß, dass der Gregor ein Beispielprojekt hat, der ist jetzt gerade nicht da. Ich hoffe, er kommt noch. Der hat noch Standgas. Bitte? Der hat noch Standgas. Okay. Der kommt doch immer. Bierlaune. Okay, aber ich hoffe, er kommt noch, weil was ich mir gerne anschauen möchte, ist einfach mal Codebasen. Also es gibt ja dieses neue Buch, Implementing DDD. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich weiß auch nicht, wer es schon gelesen hat von euch. Ich würde echt gerne mal gucken, wie es im Code aussieht, wie ihr das machen würdet. Wenn keiner ein Projekt hat, können wir ja ganz kurz eins machen, ganz schnell. Und ja, würde mich freuen, wenn das stattfinden würde. Wer hat Interesse? Ja, aber die DDD-Strecke immer. Okay. Also, ich habe jetzt nicht gezählt, es waren ungefähr 7,5. Wo hängen wir es hin? Ja, genau. Ich hänge da mal hier hin. Ja, ganz oben. Hier? Ja. Das hört ja jetzt auch spannend mit die F6 und was Open Source ist. Und kommt halt auch sehr viel Framework bei Mono an. So,
gewesen auch. Aber, also, wer kann denn wirklich Erfahrung jetzt dazu beitragen? Genau, ich nicht. Weil das ganz Interesse, ja, aber ich habe bisher das Ganze allein, das Laufen drin hat schon so lange gedauert, dass ich immer gesagt habe, nee, und das wird viel zu schnell dokumentiert und so. Also hat jemand wirklich Erfahrung damit und hat damit schon was gebaut? Einer! Okay, gut, erfolgt. Dann, wer hat Interesse? Ich kann auf irgendwas greifen. Ja. Fünf. Oder keine. Fünf, achso, ja. Also da geht nicht. Ich wechsle jetzt einfach mal da ein, weil das ist ja nur lockerer Erfahrungsausgang. Oder halt, weil ich finde das Thema halt ganz spannend, weil ich es auch schon mal rumprobiert habe. Mal so ein paar auf dem Linux-System mit Apache laufen zu lassen, zum Teil geht das schon. Ja, ganz gut. So, Karte? Geht irgendwie um Karten? Eine Karte? Karte. Ja. Reicht die am 7 oder was? Ja. Ja. Naja, jetzt haben wir zum Beispiel so, die Spieler fragen einander abwechselnd nach einem Wert. Ja, und Wert? Fragen, das ist der Punkt. Ist die Formulierung, ist das eine Karte? Ist das ein Wert? Was frage ich? Ich frage, was du ein Ass? Ja? Also ist die Frage schon die Operation Fragen. Also die Karte hat irgendwie eine Eigenschaft, heißt es, oder? Ja, einerseits, das ist der Punkt, aber das ist genau das, damit fangen wir ja an. Aber ich würde jetzt schon gar nicht sagen, welche Eigenschaften hat der Spieler, wie viele Karten hat er hier. Das ist ja genau das, was durch diesen datengetriebenen Ansatz ja passiert. Okay. Wie gesagt, das ist ja ein valider Ansatz, aber die Idee sollte jetzt halt eben genau das sein. Und das müssen wir jetzt ja nicht im Detail durchmachen, aber zu sagen, okay, was passiert denn jetzt? Ja, wir haben Spieler eine Karte, wie interagieren die? Nicht, was, wer hat wie viel, sondern okay. Wo kommen die her? Ist jetzt nominale Verbalfrage, oder wie sozusagen betreiben? Ich würde damit anfangen. Genau. Okay, also, deswegen würde ich jetzt hier erstmal sagen, was heißt denn das? Ja. Also das, weißt du, das ist jetzt kolloquial geschrieben und so passiert es ja in der Praxis. Da sagt der Manager, oh, der hat dann da so ein paar Karten. Oder Spieler fragen nach den Karten. Das ist die Frage. Das ist ja was, das ist ja jetzt Verhalten in unserem System, richtig, dass der Spieler nach der Karte fragt. Wie nennen wir das? Das ist ein Domänenkonzept, eine Operation, das nämlich gefragt wird. Diese Aktivität. Ja. Okay. Genau, deswegen sollte das nämlich dadurch jetzt sofort als allererstes rein. Spieler an sowas jetzt rangehen würdet. Idee. Ist es überhaupt notwendig, für sowas eine Architektur zu machen, oder ist das viel zu trivial? Ich brauche ja irgendeine Struktur auch in meinem Programm. Ich kann ja nicht da einen, oder ich mache einen endlosen Spaghetti-Code, das will ich ja auch keinen Fall. Ja, das kriege ich doch sicher in eine Methode rein, oder? Geht schon. Na gut, ich kenne jetzt zwar das schon, aber ganz am Anfang, da kann ich mich noch dran erinnern, ich hätte erst mal eine Textdatei gemacht, hätte mal versucht, dieses 1, 2, 3, 4, also bis 9, in die Textdatei reinzuschreiben, weil es ist komisch, das zu tippen. Das muss man selber mal in eine Textdatei reintippen. Das ist komisch, also wenn man das wirklich nachtippen will, von Hand, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wir haben es erst falsch getippt. Wir haben dann die 2 nicht hingekriegt, weil wir da statt halt, wir haben nicht gewusst, dass man erst ein Leerzeichen, dann muss halt den Strich wieder machen. Das haben wir halt falsch gemacht. Also ich werde erstmal versuchen, das wirklich von Hand nachzutippen, damit man weiß, wie man das eigentlich tippen muss. Und dann kriege ich auch ein besseres Gespür dafür. Dafür gibt es übrigens den zweiten Teil dieser Seite, wo man so diese Beispiele noch hat, wie sowas aussieht. So ein paar Muster, damit man sich orientieren kann. Weil ich denke, gerade bei der 1 ist das hilfreich, dass ich sehe, dass es immer bündig ist mit der 0, wo man 3 Zeichen nebeneinander hat, obwohl die 1 nur 1 hat. Ja? Der Monospace, das ist ein Buchstabe, der keine Überhänge oder so hat, sondern immer dieselbe Breite einnimmt. Ja, ist also jetzt nicht so. Ich weiß, das ist auch mal. Hier sind ja quasi Zeichen. Ich könnte ja auch die 1 nehmen und irgendwie so zusammenrutschen. Naja, ja. Nee, eben nicht. Und das Problem merkt man schon, wenn man es selber mal eingetippt hat, ne? Ja. Also ist aber nur so ein bisschen als Hilfe.